Die moderne Physik, bei der die Materie als etwas erscheint, was nur in großer Vergröberung unserem Auge sichtbar ist und das deshalb für uns so wichtig ist, weil unser Verstand dazu gedacht ist, die Welt zu manipulieren, also mit unserer Hand zu begreifen, übersieht, dass im Grunde und der Ursprung alles dieses Seins eigentlich der Geist ist, das noch gar nicht diese materielle Form hat. Dass das, was wir Materie ist, letzten Endes durch eine Gerinnung des Geistes entsteht. Ich sage deshalb immer, die Materie ist die Kruste des Geistes. Und wenn ich nur die Kruste betrachte, dann verstehe ich überhaupt nicht, was der Grund dieser Welt ist. Weil genau das, was da gewonnen ist, hat sozusagen an der Evolution nicht mehr teil, sondern wird nur noch als Mittel und Werkzeug verwendet, um die nächsten Evolutionsstufen vorzubereiten. Die treibende Kraft ist immer das Geistige. Das heißt, wenn wir als Menschen den Eindruck haben, wir können die Zukunft gestalten, ist das keine Illusion. Die Zukunft ist offen und wir sind wirklich echt schöpferisch tätig, die Zukunft zu gestalten. Die Zukunft ist nicht eine noch nicht gewusste Vergangenheit. Die Zukunft ist wirklich offen und deshalb brauchen wir auch das Instrument der Hoffnung, weil die Hoffnung gibt uns ein Bild, wie wir die Zukunft gestalten wollen, und die Hoffnung kann realisiert werden. Und wir sind nicht total gebunden, nur Materie einfach zu verschieben. Ja? Und das ist selbstverständlich wichtig für uns, wenn wir manchmal verzweifeln zu sagen, sage nicht, das passiert notwendig mit hundertprozentiger Sicherheit aufgrund der Naturgesetze. Nein, die Naturgesetze sagen uns, wir können mit der Zukunft auch etwas tun, was es vorher noch nicht gegeben hat.